Shalom, ihr Lieben. Gelobt sei Jesus der Christus in alle Ewigkeit. Amen. Dies hier ist ein offener Brief und ein Herzensanliegen an all die Hirten, Gemeindevorsteher und Bibellehrer, wie zum Beispiel einem Herrn Dr. Lothar Gassmann, einem Herrn Nestvogel, Olaf Latzel oder Herrn Kotsch. Stellvertretend lasse ich hier zuerst einmal eine Stellungnahme von Herrn Dr. Lothar Gassmann laufen, um anschließend kurz darauf einzugehen. Du hast das, und das sehen wir ja auch in den Schreiben von Bruder John MacArthur und jetzt den Brüdern aus Frankfurt. Sie argumentieren ja so, dass sie sagen, die Gemeinde steht unter dem Herrschaftsbereich Gottes. Das heißt, der Staat hat dort nicht hineinzureden. Wenn man das dem Staat gegenüber allerdings so sagt, dann werden die natürlich das nicht so akzeptieren wollen und sagen, ihr seid Teil dieses Staates als Gemeinde, also untersteht ihr auch diesem Staat. Wie kann man da argumentieren und sagen, nein, das ist nicht so? Kann man das überhaupt? Ja, als Christen sind wir ja auch Staatsbürger, wir leben ja auch in dieser Welt, von daher sind wir schon tangiert davon, nicht? Und wenn der Staat, der das objektiv gute Anliegen hat oder subjektiv, wie man sieht, des Gesundheitsschutzes, betrifft es ja alle Menschen im Staat. Von daher kann man es nicht wirklich so trennen. Und es ist ja auch mal äußerlich gesehen ein gutes Anliegen. Nur halt die Frage, die Maßnahmen, wie weit gehen die? Wie weit gehen die in Widerspruch zur Glaubensfreiheit? Das ist ja der Punkt, da entsteht ein Konfliktfeld. Und wenn die Maßnahmen nicht mehr vernünftig zu vermitteln sind oder einfach auch jeder Logik widersprechen, der Pandemieeindämmung, beziehungsweise auch nicht zurückgenommen werden, wenn es möglich wäre, spätestens dann müssten wir ja sagen, also wir wollen jetzt wieder auch unsere Freiheiten als Christen, die vom Wort Gottes geboten sind, wahrnehmen. Und ich hoffe, dass das nicht alles nur auf dem Klageweg dann gehen muss. Und ich hoffe auch und bete, dass diese Pandemie nicht ewig weitergeht oder Plandemie, je nachdem, wie man das jetzt sieht. Das will ich jetzt hier nicht diskutieren. Zurzeit sieht es aus, als würde sich das noch lange hinziehen. Es gab ja mal einen Plan von der Regierung, ich glaube 2013, wo man sowas durchgespielt hat, so ein Modell, wenn sowas mal kommt. Da war das so auf 3 Jahre veranschlagt. Von der Regierung selber damals rausgebracht. Manche haben das Papier. Also da darf man damit rechnen, dass die Dinge sich noch lange hinziehen könnten, wenn das so dann auch läuft. Also ich denke schon, in dem Rahmen, dass wir Staatsbürger sind, müssen wir es einhalten. Aber sobald Versammlungsverbot kommt, müssen wir ernsthafte Fragen stellen, die Regierung, ob das angemessen ist. Auf jeden Fall, das ist der äußerste Punkt. Und Apostelgeschichte 2,42, das sind diese Säulen. Apostellehre, Gemeinschaft, Brotbrechen, Gebete sind die Dinge, die sie uns nicht verbieten dürfen. Singen ist so eine Gratwanderung jetzt, aber das ist an sich schon zu viel. Kann man aber ein Stück weit noch verstehen mit den Aerosolen, aber auf Dauer geht es auch nicht. Da kann man lüften und alles Mögliche machen, mit Abstand, vielleicht ein Chor, wie auch immer, aber ja, okay, die Gemeinde. Leider sind meine Kommentare dazu unter dem Video nicht zugelassen worden. Ich möchte mit einem einfachen kindlichen Bild anfangen. Gerade stelle ich mir den Herrn Jesus vor, wie er mit seinen Jüngern vor dem Palast des Herodes mit Schildern in der Hand für ihre Grundrechte demonstriert, damit er sich mit seinen Brüdern und Schwestern versammeln darf. Selbstverständlich zuvor bei der Obrigkeit beantragt und genehmigt. Was stimmt an diesem Bild nicht? Leider wird die erste Frage, die dort dem Herrn Gassmann gestellt wird, nicht aufrichtig beantwortet. Selbstverständlich kann der Staat eingreifen und solche Maßnahmen beschließen. Doch den Haken, der hier geschlagen wird, ist so offensichtlich. Herr Gassmann sagt nun, dass wir als deutsche Staatsbürger dies einzuhalten haben. Die bittere Wahrheit ist jedoch, dass die sogenannte Christenheit sich durch ihre eingetragenen Vereine und Körperschaften des öffentlichen Rechtes sich in die Obhut dieses Staates begeben hat.
Sie proklamieren das als Gemeinde, als den Leib Christi. Aber gerade in dieser Zeit, mit der jetzigen Situation, wird es doch offensichtlich, dass es sich hier um eine Jochgemeinschaft handelt, der sie sich selbst ausgeliefert haben. Sie haben die letzten Jahrzehnte diese Obhut mit all ihren Vorteilen der weltlichen Obrigkeit genossen, sich eine christlich-weltliche Struktur erschaffen, in der sie schön geschützt durch die Grundrechte ein Teil dieses Staates geworden sind. Und nun sehen sie diese, den Bedürfnissen der Menschen angepassten Strukturen in Gefahr. All die sogenannten Gemeinden mit ihren gewohnten und bequemen und vom Staat geschützten Strukturen wie Bibelschulen, Missionswerke, Gemeinden und Veranstaltungen. Plötzlich wird nun offenbar, dass dies lediglich aus dem Wohlstand und der Bequemlichkeit geschaffene Strukturen sind, in der die sogenannte Christenheit ganz unbehelligt ihren Glauben leben konnte, ohne anzustoßen. Man geht brav zu den Gottesdiensten und Versammlungen, hört sich Vorträge und Predigten an, danach ein wenig Kaffee und Kuchen. Man spendet etwas für den Gemeindebau, kann dies dann mit einer Spendenbescheinigung von der Steuer absetzen. Ja? Oder man geht missionieren auf der Straße. Natürlich mit der Genehmigung dieser Obrigkeit, was einem erleichtert wird, wenn man ein eingetragener Verein ist, da es ja auch als gemeinnützig gilt. Und dann werden die Menschen eben genau in diese Strukturen eingebunden als Mitglieder dieser Vereine. Eine Frage habe ich an all diese Hirten mit ihrer Verantwortung gegenüber ihren Schäfchen. War und ist Jesus Christus das Haupt der Gemeinde und damit unweigerlich verbunden sein Leib, also die Gemeinde Jesu, staatlich und religiös anerkannt oder verfolgt? Wenn wir als Glieder des Leibes Christi dem Haupt seinen vorgegebenen Fußtapfen folgen, was hat uns zu erwarten? Was sagt der Herr hierzu? Wenn der Herr davon spricht, dass die Nacht vorgerückt ist und die Ungerechtigkeit überhand genommen hat und die Liebe zur Wahrheit in vielen erkaltet ist, also der Abfall und der Verfall der Frömmigkeit zugenommen hat und weit fortgeschritten ist, wie kann es sein, dass der von dem Herrn verheißene Hass der Welt und die von ihm verordnete Verfolgung um seines Namens willen offensichtlich bei diesen sogenannten Gemeinden vorübergegangen ist? Ihr solltet euer Verständnis von Gemeinde, so wie sie ja auch zitiert wird in der Apostelgeschichte 2, schnellstens überdenken und Buße tun. Als ob unsere Brüder sich je mit Fleisch und Blut besprochen haben, ob sie sich nun treffen oder predigen dürfen. Ihr seid schon so festgefahren in diesem trügerischen Abbild eurer vermeintlichen Gemeindeform, eurer Vereinsmacherei in der Jochgemeinschaft mit dieser Welt, dass ihr nun schon für eure Rechte klagen wollt. Gott will Kinder, kein Verein, so wie es Christus doch der römischen Obrigkeit bekannt hat. Mein Reich ist nicht von dieser Welt. Wäre mein Reich von dieser Welt, meine Jünger würden dafür kämpfen, dass ich euch nicht übergeben werden würde. Wenn ein Kind geboren ist, ist es Mitglied der Familie. Da muss es nicht noch zusätzlich in irgendeinen staatlich anerkannten oder eingetragenen Verein eintreten. Seid ihr so unverständig?
Das, was ihr dort macht, ist fleischlich. Der eine ist apollisch, der andere paulisch, der ist charismatisch, pfingstlich, katholisch, apostolisch. Der eine gehört der Brüdergemeinde an, die ist geöffnet, die ist geschlossen, der andere der Freikirche. Ihr seid einfach fleischlich. Trotz eurer Doktortitel und all eurer Erkenntnisse habt ihr bis heute offensichtlich die Leibschaft Christi nicht verstanden. Die Gotteskindschaft. Denn wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, da bin ich mitten unter ihnen. Sie waren ein Herz und eine Seele. Da sagt auch niemand von seinen Gütern, dass es sein wäre. Denn es waren ihnen alle Dinge gemein. Denn sie waren alle durch ein und denselben Geist Gottes in ihnen miteinander und untereinander verbunden, als Glieder am Leib Christi. Sie waren Geschwister, Brüder und Schwestern, weil sie aus Gott geboren waren. Wo ist das hin? Das, was ihr dort treibt mit eurer Vereinsmacherei, ist eine billige Kopie. Ihr habt Ämter, Gebäude, feste Strukturen und Abläufe, Verkündigung und Erkenntnisse. Aber der Herr steht vor der Tür. Und nun seht ihr euer Werk in Gefahr. Ich sage bewusst euer Werk. Das, was ihr euch aufgebaut habt, natürlich im Namen des Herrn. Und plötzlich wird eure Ohnmacht ans Licht gebracht. Wenn an diesen selbst erbauten Strukturen eurer geschützten Nische gerüttelt wird, jetzt wird ans Licht gebracht, was der Glaube eines jeden Einzelnen taugt, der sich in solchen Strukturen hat einbinden lassen. Wie der Herr es sagt, das Gericht beginnt am Hause Gottes. Für einen jeden, der hiernach noch Interesse hat, dem nachzugehen, ein Link unten in der Beschreibung. Ihr als Hirten habt den Menschen, die euren Worten folgen, in eine trügerische Sicherheit gebracht und habt es mit zu verantworten, wenn diese im Glauben Schiffbruch erleiden, wenn demnächst der Glaube eines jeden Einzelnen auf die Probe gestellt wird, in Anbetracht der Dinge, die demnächst auf uns zukommen, wenn es keine Nische mehr in der Obhut dieser Obrigkeit gibt, wenn ein klares und deutliches Bekenntnis das Ende der eigenen Existenz bedeutet. Dem seid ihr ja nun jahrzehntelang geschickt aus dem Weg gegangen. Doch dies hat ein baldiges Ende. Ein Herr Olaf Latzel predigt sola scripta und verharrt in seiner Kirche. Die mit ihrem Wandel, ihrer Verkündigung und ihren Werken den Herrn mit Füßen tritt. Dann wird er mal etwas deutlicher, so dass selbst die Gemeinde überlegt hat, sich davon zu trennen, von der Landeskirche. In einem persönlich-schriftlichen Austausch hat der Herr ihm deutlich gemacht, diese Chance zu ergreifen und sich von solch einer Vereinigung abzusondern und als verantwortlicher Hirte über seine Gemeinde diese auch herauszurufen. Doch nun steht er wieder auf der Kanzel im selbigen Verein. Es wurde offensichtlich eine Einigung getroffen. Doch eines ist doch mit Sicherheit klar, dass diese Landeskirche nicht nachgegeben hat und umgekehrt ist zu der klaren Botschaft Christi. Hier haben offensichtlich Amt und Bezüge, Ansehen und Bequemlichkeit offensichtlich mehr Priorität als das Wort Gottes, obwohl es anders lauthals verkündigt wird. Ein Herr Nestvogel hat die offensichtliche Fehlentwicklung einer Landeskirche erkannt, um dann einen neuen Verein zu gründen, um dann in gewohnter Manier in alten Strukturen zu verharren. Das,
was wir seit 20 Jahren durch die Gnade Christi rufen durften, wird nun immer offensichtlicher. Und noch habt ihr als Hirten die Möglichkeit, Buße zu tun, eure Vereinsmacherei aufzugeben, um eure anvertrauten Schäfchen auf die Dinge einzustellen, die demnächst auf dieser Welt mit aller Wucht einschlagen werden. Demnächst wird eine weltweite Obrigkeit offenbar werden, die ihr euch hoffentlich nicht so einfach unterwerft. Denn sie wird ein weltweites falsches Friedensreich und einer trügerischen Sicherheit erbauen. Und ihr dürft gerne daran teilhaben, vorausgesetzt, ihr betet sie an. Wer dies nicht tut, wird verfolgt, in Gefängnisse geworfen oder getötet werden. Das, was ihr den euch Anvertrauten zu verkündigen habt, ist, dass sie als Kinder Gottes Fremdlinge und Pilgrime sind auf der Durchreise ins himmlische Jerusalem, die hier auf dieser Welt keine bleibende Stätte haben, sondern lediglich Zeugen dieser Wahrheit sind und Licht und Salz der Erde. Ihr müsst wirklich von vorne anfangen. Glaube, Taufe, neues Leben. Am besten heute noch, denn die Zeit ist nahe herbeigekommen. Die Zeichen stehen auf Sturm, der Feigenbaum blüht und steht wieder im Mittelpunkt der Nachrichten und die Generation, die das alles sieht, wird auch die Wiederkunft des Herrn erleben. Die fromme Verführung, von der Herr in seiner Endzeit gesprochen hat, wurde hier gerade aufgedeckt. Hier ist Christus, da ist Christus. Doch bevor der Herr kommt, um seinen Ratschluss zum Ziel zu bringen, kommt der Sohn des Abfalls in Gestalt eines Erretters dieser Welt. Es liegt an euch Hirten, die ihr es ja unbedingt sein wollt, die Herzen der Gläubigen zu festigen, damit sie voller Trost ist und einer lebendigen Hoffnung durch diese Zeit kommen. Tut Buße und gehet aus, mein Volk, sondert euch ab und rühret kein Unreines an, so will ich euch annehmen, und ihr sollt meine Söhne und Töchter sein, und ich werde euer Vater sein. Sollte Gesprächsbedarf bestehen, weil ihr diese Worte aus des Herrn Hand annehmen könnt, unsere Nummern sind auf unserer Website veröffentlicht. Es geht nicht um Rechthaberei, nicht um einen theologischen Diskurs, sondern allein um des Herrn Willen und eure Seelen. In dieser Gesinnung, Maranatha.